deutlich bessere Grafik für die Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED und Lite und das alles ohne Zusatzhardware, das hat AMD geschafft und wie genau das funktioniert, schauen wir uns jetzt an und ob es das schon gibt, welche Spiele das unterstützen und welche Spiele das unterstützen werden. Das gibt's jetzt. Ja, herzlich willkommen beim Rob64 Gaming Podcast. Heute wird's mal wieder richtig technisch und ich möchte versuchen, so einfach wie möglich zu erklären und nicht den Informatiker raushängen zu lassen. Deswegen, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, gerne runter in die Kommentare oder wenn ihr Anmerkungen habt, natürlich auch. Aber warum geht's jetzt eigentlich konkret? Die Nintendo Switch Familie, also alle Modelle, haben eine bessere Grafik bekommen oder haben jetzt zumindest die Möglichkeit, dass die Spiele jetzt eine bessere Grafik haben, dank AMD Fidelity FX Super Resolution V2. So nennt sich das System. Oh Gott, ich werde das jetzt nicht nochmal aussprechen. Ich werde jetzt immer sagen FSR2, das ist nämlich die offizielle Abkürzung dafür. Also, die Nintendo Switch hat jetzt die Möglichkeit, FSR2 zu verwenden und jetzt schauen wir uns an, was ist das genau, was macht das und brauche ich das überhaupt? Ja, also wie viele andere, es gibt ja mehrere solche Filter, die die Bildqualität von Spielen verbessern. Ich verwende es ja zum Beispiel auch in meinen Streams, verwende ich einen Filter, wenn ich Zelda spiele, damit das für euch da draußen ein bisschen geiler aussieht. Und sowas ähnliches sozusagen gibt es jetzt auch für die Nintendo Switch selbst. Wie geht das? Also, eine niedrigere Auflösung wird berechnet. Also das Spiel kann man in niedriger Auflösung berechnen, als man braucht. Also normalerweise möchte man natürlich, dass das Spiel in HD läuft auf der Nintendo Switch. Und sagen wir mal, jetzt berechnet man einfach nur noch die Hälfte. Niedrigere Auflösung, also halb so hohe Auflösung. Was bedeutet das für uns? Natürlich verwaschene Grafik. Niemand will verwaschene Grafik haben oder dass das so ausgefallen franzt und wie Matsche aussieht, als wäre die Linse verschmiert. Und ja, das passiert, wenn man eine Auflösung zu gering berechnet. Aber was für einen Vorteil hat es natürlich, wenn man so eine Auflösung gering berechnet? Natürlich, man spart sich jede Menge Rechenzeit und das wird hier gemacht. Also es wird eine niedrige Auflösung berechnet vom Spiel, sagen wir mal die Hälfte von HD. Und dann wird das Ganze wieder raufgerechnet mittels dieser Technik FSR2. Ich spreche das jetzt einfach mal Deutsch aus. Wenn es euch triggert, beschwert euch einfach in den Kommentaren darüber. Ist mir egal. Also ja, weniger Auflösung ist gleich weniger Rechenleistung. Bedeutet aber auch gleichzeitig, es steht mehr Rechenleistung zur Verfügung für diesen Algorithmus, der das Ganze besser aussehen lässt, trotz niedrigerer Auflösung. Ja, was bringt FSR2 also? Es verhindert das Bilden von Artefakten. Also wenn man was von geringer Auflösung auf hohe Auflösung hochschraubt, hat man oft das Problem, dass sich Artefakte bilden. Jeder, der schon mal ein Bild im Computer vergrößert hat, hat das sicherlich schon mal bemerkt. Irgendwann einmal schaut das Ganze nicht mehr gut aus. Außer es gibt da also intelligente Filter ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es gibt da mathematische Verfahren, um eben das besser aussehen zu lassen und diese Artefakte zu verhindern. Das passiert in diesem FSR2-Algorithmus. So, keine Kantenglättung, also so braucht man mehr. Also die Switch sozusagen muss keine Kantenglättung mehr berechnen. Das kostet in der Regel relativ viel Rechenzeit, da da ein Filter über jeden Frame nochmal drüber laufen muss und den können sich die Entwickler komplett sparen. Also ich glaube, sie müssen es sogar weglassen und dann wird das Ganze wieder von FSR2 übernommen. Ja, spart natürlich wieder Rechenleistung für die Switch. Und die steht dann wieder zur Verfügung. Natürlich braucht das FSR2, dass das Ganze dann wieder ausbessert, natürlich auch wieder Rechenleistung. Aber es sieht dann im Endeffekt, das Endergebnis ist dann besser, als wenn man es gleich direkt mit der Switch verwendet.
auf voll berechnen würde. Klingt irgendwie unlogisch, ist aber so. Es geht sich wohl mathematisch und energietechnisch aus, dass es dann deutlich besser aussieht. Warum ist es so? Naja, weil sonst würde man es nicht machen. Also wenn man danach ein schlechteres Ergebnis rausbekommen würde, würde man sozusagen diesen Algorithmus nehmen und in die Tonne werfen, weil dann hätte es ja keinen Sinn. Ja, was macht dieser, ich nenne es jetzt mal immer Algorithmus noch, es verhindert die Schlierenbildung, auch und bekannt unter Ghosting, also wenn sich ein Objekt schnell von links nach rechts bewegt, kennt ihr sicher, dann kann es sein, dass das so wie einen Kometenschweif nach sich zieht. Das schaut natürlich ekelhaft und schier aus und das kann eben mit diesen FSR2 auch rausgerechnet werden. Der Vorteil, also was dieses FSR2 auch macht, was andere Berechnungsmodelle nicht machen, ist, es nimmt mehrere Bilder auf einmal. Also das berechnet nicht immer Bild für Bild, sondern das nimmt einen Pulk an Bildern, sagen wir mal 3, und nimmt aus diesen 3 Bildern die Informationen und hat einfach so mehr Informationen zum Berechnen und zum Ausbessern, als wenn es eben nur 1 nehmen würde. Das war früher so der Fall, bei FSR1 war das so der Fall. Mir ist nicht bekannt, als hätte die Switch oder gäbe es ein Switch-Spiel, das das verwendet. Und eben bei diesem neuen FSR2-Algorithmus, da werden jetzt eben mehrere Bilder auf einmal verarbeitet. Mehr Informationen bedeutet in dem Fall besseres Ergebnis, bessere Bildqualität. Ja, wofür ist das ganz gut, dass man mehrere Bilder gleichzeitig erfasst? Ja, auch bei Details. Also wenn ein Bild viele Details hat, wenn da irgendwo eine Blume ist oder so, und man weiß, dass 2 Bilder weiter diese Blume an der gleichen Stelle ist, dann ist das eine wichtige Information für das System. Und so kann sich natürlich zum Beispiel auch wieder Rechenzeit gespart werden, beziehungsweise muss vielleicht nur einmal die Kante geglättet werden, weil im nächsten Bild ist es ja auch wieder gleich. Sprich, man spart sich schon wieder Energie beziehungsweise Rechenzeit von der Switch. Und ja, Rechenzeit auf der Switch, die ist ja bekanntlich knapp, weil die Switch war ja beim Release schon nicht die stärkste Konsole und jetzt x Jahre danach ist es natürlich da auch nicht besser geworden. Also da haben wir wieder Vorteile mit dem FSR2 Algorithmus. Wir haben hier Kantenglättung bei Mauern bessere und vor allem bei unbewegten Objekten spart man sich da anscheinend eine Menge Rechenleistung. Was wichtig ist, was oft verwechselt wird, habe ich so im Netz gelesen, viele Leute glauben, FSR2 hat irgendwas mit KI zu tun, als wäre es irgendein KI-Filter. Es gibt ja auch KI-Filter, die Auflösung hochrechnen. Da gibt es ganz tolle von Nvidia. Aber das ist hier nicht der Fall, weil das würde ja bedeuten, dass die Switch dementsprechende Hardware, also dementsprechende Chips verbaut hat. Hat die Switch natürlich nicht, weil das gab es damals noch nicht, wie es die Switch erschienen ist. Also das System FSR2 kann einfach ganz normal auf der Grafikkarte berechnet werden und benötigt eben keine extra Hardware und eben dadurch auch hat nichts mit AI oder KI oder sonstigen künstlichen Intelligenzgespinne zu tun. Es sind beinharte mathematische Algorithmen und Wahrscheinlichkeitsvorhersagen, die hier aus der geringen Auflösung das bessere Bild machen. So, noch, vielleicht noch, vielleicht jetzt noch ein bisschen tiefer eindringen wollen. Ich habe mir da jetzt doch ein paar Stunden damit beschäftigt, nicht nur für euch, weil ich dieses Video machen wollte, sondern weil ich einfach Bock hatte, das System zu verstehen. Ja, ich lasse euch mit mir noch ein bisschen tiefer eintauchen, wenn wir nicht zu tief reingehen. Aber wie funktioniert denn dieses FSR2 genau? Also FSR2, das benötigt vom Entwickler zusätzliche Daten. Also der Entwickler kann nicht einfach das System nehmen und auf sein Spiel draufklatschen, zack, fertig. So funktioniert das leider nicht, weil sonst könnten wir das ja bei allen Spielen einfach machen und hätten dann alle Spiele in deutlich hübscher. Nee, so einfach ist eben leider nicht. Nämlich dieser Algorithmus, diese Berechnungsart, die benötigt zusätzliche Informationen, die der Spieleentwickler sozusagen diesem System zur Verfügung stellen muss,
Das muss er manuell machen. Und das ist natürlich mit ein bisschen Aufwand verbunden, vielleicht gar nicht mal so geringen Aufwand, aber ja, wir werden sehen, ob das mehr Spiele demnächst integrieren werden. Ich denke aber schon. Also, drei zusätzliche Datensets wird von FSR 2 benötigt und das wäre einmal die Tiefeninformation. Also der Algorithmus braucht die Tiefeninformation zusätzlich. Also der nimmt nicht nur einfach das fertig gerenderte Bild, also das fertige Bild, das die Switch auswirft und macht damit irgendwas. Nein, der hat auch die Tiefeninformation und hat so den Vorteil, zum Beispiel, wie kann man sich das vorstellen, wenn Objekte sich gegenseitig verdecken oder so, dann weiß der das einfach. Der weiß, was vorne und hinten ist. Und das ist natürlich für ein scharfes Bild das Um und Auf, weil man möchte ja nicht schauen, dass irgendwas durchscheint oder so. Das gibt es ja auch manchmal, das schaut dann ganz ekelhaft aus und ganz billig aus. Und genau solche Sachen verhindert man damit. Und dann braucht es auch noch die Bewegungsinformation, auch ganz interessant. Also nicht nur das ganz normale Bild, das der Renderer rauswirft, sondern auch die Bewegungsinformation muss dem Algorithmus sozusagen zur Verfügung gestellt werden. Also der Algorithmus weiß nicht nur, wie weiches Objekt ist, wie tief irgendwo, sondern von wo bewegt es sich wohin. Auch ganz wichtig eben für diese Schlierenbildung, für dieses Ghosting, um das zu verhindern. Da weiß, aha, dieses Objekt wird sich wahrscheinlich oder wird sich bewegen von dort dorthin. Also muss ich an den und den Stellen genau nachschauen, ob das hier nicht eine Schlierenbildung ist. Und dann gibt es natürlich wieder mathematische Verfahren, um das dort zu beheben. Aber das muss man eben nur dort machen und nicht überall. Das bedeutet natürlich wieder jede Menge freie Rechenzeit, die man für wichtigere Dinge verwenden kann. Und dann auch noch ganz interessant, es gibt noch eine Farbinformation, die der Algorithmus verwendet. Also ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, man gibt als Entwickler für die Szene, die da gerade gezeigt wird, die Farbpalette. Wird die Farbpalette sozusagen in den Algorithmus reingeworfen, dann weiß der Algorithmus, aha, diese und diese Farben kommen hier vor, sie kommen so und so oft vor und weiß dann aber, was noch viel wichtiger ist, welche Farben nicht vorkommen. Und das hilft natürlich wieder, um das Bild schärfer und knackiger zu machen. Und auch so Artefakte, die beim Vergrößern oft passieren, zu verhindern. Und starke Farbabweichungen. Das sieht man manchmal auch, dass plötzlich so, wo die Farbe so gar nicht stimmt an manchen Stellen. Und das kann man damit auch verhindern beim Vergrößern, weil es geht ja hauptsächlich um Vergrößern von kleiner Auflösung auf große Auflösung. Und ja, das hat man hier wieder jede Menge Fehler unterbrochen. Ja, also das ist grob gesagt die Funktion von FSR 2, das jetzt auf der Nintendo Switch zur Verfügung steht. Und es scheint gut zu funktionieren. Es gibt nämlich schon Spiele, wo das gemacht wird. Bei welchen Spielen kann man das sehen? Zum Beispiel beim Nintendo-eigenen Spiel Switch Sports. Da kann man schon sehen, bei Switch Sports kann man sich das schon mal anschauen, wie das so aussieht. Es ist jetzt ein Spiel, wo man es vielleicht gar nicht mal so sehr merkt, weil er das grafisch doch eher sehr einfach gehalten ist, möchte ich sagen. Aber ich denke mal, hier wird es verwendet, um die Bildrate zu erhöhen, um dann möglichst hohe Bildrate, ist ja bei Sportspielen nicht unerheblich, eine hohe Bildrate. Ich denke mal, es wird da hier genau dafür verwendet und ist sozusagen mal ein erster Test von Nintendo, mit dieser Technologie umzugehen. Hat den Vorteil, einfache Grafik, das merkt man es nicht so schnell, wenn man das aufblast, sozusagen auf eine höhere Auflösung. Und ist halt eigentlich das perfekte Spiel, um diese Technologie mal zu testen. Und ich denke mal, genau deswegen haben sie es auch bei dem Game gemacht. Also Switch Sports, könnt ihr euch anschauen, da wird das bereits benutzt. Und es gibt noch ein zweites Spiel, wo es angeblich schon benutzt wird. Und ich habe mich nämlich auch immer gefragt, warum sieht dieses Life is Strange True Colors auf Nintendo Switch so verdammt geil aus?
Also der schaut einfach schon ziemlich geil aus. Vor allem, wenn man das daneben die PC-Version sieht, da ist jetzt nicht so viel Unterschied. Also wenn man das auf dem gleichen Bildschirm, der gleichen Auflösung am PC spielt, da ist wenig Unterschied zu bemerken. Und eben wegen FSR2. Da wird diese Technologie auch schon eingesetzt. Und ja, also das erklärt einiges. Ich habe das damals nicht weiter nachgelesen, warum schaut das so geil aus. Habe mich einfach gefreut, Spiel schaut geil aus. Kapitel war damit für mich abgeschlossen. Könnt ihr euch übrigens anschauen, Life is Strange True Colors habe ich gespielt am Zweitkanal. Rob64 zockt das komplette Game. Könnt ihr euch mal anschauen, wie geil das ausschaut auf der Switch. Also richtig geil. Und jetzt ist natürlich angekündigt. Jetzt sind das, nachdem die Technologie erprobt ist auf der Switch von Nintendo selbst und eben von anderen auch, gibt es jetzt das Ganze auch in No Man's Sky. Und da bin ich gespannt, weil das wird dann das erste Spiel, das ein Update bekommt. Also No Man's Sky auf der Nintendo Switch gibt es ja schon länger. Aber eben ohne diesen FSR2-Erweiterungsalgorithmus, nennen wir es jetzt mal so. Also das kann man anscheinend auch Spiele updaten mit diesem Algorithmus, wenn man sozusagen den Algorithmus, diese drei Datensets, die wir vorher besprochen haben, zur Verfügung stellt. Die Leute von No Man's Sky, muss man dazu sagen, die sind halt mega motiviert, das Spiel abzudaten. Da kommen laufend riesige Updates raus. Das werden wahrscheinlich nicht alle machen. Ich könnte mir vorstellen, wenn es dann vielleicht einige Engines von Haus aus anbieten, werden dann plötzlich das ganz viele Spiele unterstützen, dass da kommt ein Update zum Beispiel für die Unity Engine, FSR2 Unterstützung für die Switch. Da, wenn das dann mit wenig Arbeit zu integrieren ist, wird es dann wahrscheinlich plötzlich bei vielen Spielen sein. Same bei anderen Engines, aber ja, No Man's Sky, was ich weiß, verwendet ja eine eigene Engine, deswegen haben die das wahrscheinlich selber einfach gemacht und für die mussten dann nicht abwarten auf irgendwelche Updates von irgendwelchen Engines. Muss man übrigens überhaupt gar nicht abwarten. Also theoretisch müsste kein Entwickler abwarten, bis die Engine FSR2 unterstützt. Theoretisch könnte man es, wenn man sich die Arbeit macht, das Ganze auch von Hand implementieren. So geht es zumindest aus dem Video raus, das hier AMD gemacht hat. Es gibt, ich verlinke euch das nochmal, es gibt ein super umfangreiches Video auf YouTube von AMD selbst auf einer Pressekonferenz, wo sie diesen Algorithmus vorstellen. Ja, stellt man sich jetzt natürlich auch ein bisschen die Frage, welche Spiele werden das unterstützen? Und ich hätte da so einen Kandidaten, weil ich und viele andere haben sich gedacht, Hogwarts Legacy, was ja am PC super nice ausschaut und ein riesiges Spiel ist, riesengroß ist, haben sich viele gedacht, wie wollten die das auf der Nintendo Switch umsetzen? Ist doch einfach Schwachsinn. Und dann wurde es nochmal weit nach hinten verschoben. Hogwarts Legacy wurde auf der Switch weit nach hinten verschoben ins Weihnachtsgeschäft rein. Und ich könnte mir vorstellen, FSR2, das ist genau der Grund dafür, dass die Engine nochmal ein bisschen umpolen bzw. warten, bis sie die dementsprechenden Updates haben für ihre Engine, dass sie das auf der Nintendo Switch machen, weil mit FSR 2 sieht das dann alles viel, viel geiler aus. Also das wäre ein Grund, meiner Meinung nach, warum Hogwarts Legacy auch auf der Switch gut aussehen könnte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere motivierte Entwickler, ich denke jetzt da zum Beispiel an CD Projekt Red, dass die da vielleicht in Witcher 3 FSR2 einbauen. Das wäre natürlich schon geil, weil das schaut auf der Switch jetzt schon gut aus. Und CD Projekt ist ja dafür bekannt, dass die mit Technologie, mit neuer Technologie gerne spielen. Und vielleicht bauen die das auch ein. Oder ich glaube, der ein oder andere motivierte Entwickler wird das sicherlich machen, in der Hoffnung, dass sein Spiel dazu vielleicht nochmal einen kleinen Verkaufsboost
bekommt. FSR 2, muss man aber dazu sagen, ist keine ganz neue Technologie. Es gibt mittlerweile auch FSR 3, also es gibt schon noch die noch mal bessere Variante davon. Aber es wäre mir aber nicht bekannt, dass das für die Nintendo Switch geplant ist. Oder überhaupt möglich ist. Möglich. Okay, möglich ist wahrscheinlich vieles, wenn man sich denn bemüht und gewissen Aufwand betreibt. Aber egal, seien wir uns mal, sind wir mal froh, dass es überhaupt das gibt. Ich glaube, das war es jetzt hier mit meiner Ausführung. Es war sehr technisch heute. Ich entschuldige mich aber nicht dafür. Ich habe euch vorgewarnt, es war sehr technisch heute. Und hat mir aber Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe es halbwegs rübergebracht, worum es geht, so ansatzweise. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie gesagt, ich verlinke euch das Video von AMD, ist allerdings auf Englisch, da könnt ihr euch das im Detail durchsehen, da gibt es die ganzen Formeln der Algorithmen und so weiter auch nochmal aufgedröselt, nochmal ein bisschen genauer. Also Leute, gönnt euch die volle Kanne Informatik. Gönnt euch natürlich auch eine Kanalmitgliedschaft, die gibt es nämlich hier ab 1 Euro, also ein Kaffee für mich, und ihr bekommt für eine Kanalmitgliedschaft, bekommt ihr eine Woche früher immer den Podcast, und ihr bekommt natürlich auch so einen kleinen Rubin für den Live-Chat und neue Emotes, die ihr hier am Kanal verwenden könnt. Danke dafür. Ansonsten natürlich Abo da lassen, Like da lassen, und ich bin schon auf die Kommentare gespannt. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Podcast. Ciao, ciao.